Merhaba, hoş geldiniz. Hallo und herzlich willkommen im Studio Ja. Mein Name ist Necati Özyer, ich bin Dramaturg hier. Ich wollte Sie noch alle begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, Samstagnachmittag. Und übergebe an Koray. Gut, dass wir diese wichtige Veranstaltung heute hier haben. Ich freue mich sehr, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt und wünsche allen viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt kommt der Dank auch an. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung NSU-Terror, Staat und Aufklärung. Ich will ein paar oder eine technische Sache am Anfang sagen. Die Rednerin und die beiden Redner werden auf Türkisch sprechen. Obwohl bei Tunnel Border, vielleicht wird er auch auf Deutsch sprechen. Auf jeden Fall wird ein nennenswerter Teil der... Noch einmal herzlich willkommen zu der Veranstaltung NSU-Terror, Staat und Aufklärung. Ein nennenswerter Teil der Veranstaltung wird auf Türkisch stattfinden. Das heißt, wer nicht Türkisch versteht und jetzt noch nicht mit einem Übersetzungsset versehen ist, sollte eine Person finden, die vielleicht eins hat mit zwei so getrennten Kopfhörern und ein bisschen solidarisch sein, sozusagen miteinander. Mein Name ist Koray Yılmaz Güner, ich bin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Referent für das Themengebiet Migration und ich bin dort stellvertretender Direktor der Akademie für politische Bildung. Die Veranstaltung, die hier stattfindet heute und die in München und in Köln schon stattgefunden hat, in gleicher Besetzung, ist für uns Teil einer Reihe von Beschäftigungen mit dem NSU-Komplex, die wir nicht hier anfangen und auch nicht hier enden lassen wollen. Wir haben insbesondere mit der Reihe Inside NSU tatsächlich geguckt, wie verhält sich das mit der Rolle von Geheimdiensten, von Polizeibehörden in anderen europäischen Ländern, insbesondere wenn es darum geht, rassistische Morde, Nationalismus und so weiter zu decken und zu deckeln. Wir haben kürzlich erst mit Opal Tometi von Black Lives Matter aus den USA eine Veranstaltung gehabt, etc. Das heißt, das ist so eine Serie von Auseinandersetzungen, insbesondere in der Zusammenarbeit von unserem Referenten für Neonazismus und der Büroleiterin von unserem Büro in Istanbul konzipiert mit Antonia von der Behrens und Elif Amberg und anderen. Ich bin als Moderator dafür angefragt worden und freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Was wir machen wollen heute ist ein bisschen Faktenwissen zu vermitteln, um zu schauen, wie sieht es aus mit Ähnlichkeiten und mit Unterschieden, um beleuchten zu können, was können wir eigentlich lernen in der Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex, in diesem Fall aus der Türkei. Dafür ist es sicher hilfreich, dass wir gemeinsam Mitte der Woche beim NSU-Prozess in München waren und einen ganzen Prozesstag uns angeschaut haben von der Tribüne. Einen ganzen Prozesstag, wo jemand von der Kolbstraße, ein sogenannter Betroffener, ausgesagt hat, wo ein Gutachten nochmal dargelegt hat, wie gefährlich diese Nagelbombe war. Dass also Leute in 100 Meter Entfernung, wenn sie in der Lunge getroffen worden wären von so einem Nagel, hätten sterben können. Und wo ein Zeuge befragt wurde vom Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, der Herr Hess, der mit Herrn Temme telefoniert hat, mehrmals. Wir haben diese Aufzeichnungen der Telefonate gehört,
wo der Frage nachgegangen werden sollte, wie haben eigentlich wie hat in diesem Fall der eine Inlandsgeheimdienst Einfluss auf polizeiliche Ermittlungen genommen? Das ist nicht ganz unwesentlich, glaube ich, zumal der Herr Temme zu dem Zeitpunkt, als Halit Yozgat in seinem Internetcafé ermordet wurde, dort anwesend war. Genau. Das heißt, wir wollen gucken, was können wir von euch, von Ihnen lernen. Und wir haben etwa eine Viertelstunde pro Person hier auf dem Podium vorgesehen und wollen dann die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen an die Referentin und die beiden Referenten. Ich bitte jetzt schon um Verständnis dafür, dass wir um 17:45 diesen Raum verlassen müssen, weil im Anschluss hier noch eine Veranstaltung sein wird und dafür ein Umbau notwendig ist. Noch ein paar Worte zum Hintergrund von unserer Perspektive aus als Rosa-Luxemburg-Stiftung mit den anderen, die das vorbereitet haben. Antonia von der Behrens insbesondere, die, wie gesagt, auch Ideengeberin dieser Veranstaltung ist und Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess. Wir wollen darauf hinwirken, das Argument zu entkräften, der NSU sei einmalig und von außen betrachtet nicht zu verstehen. Es gibt viele, strukturell zumindest ähnlich gelagerte Fälle in der Türkei, rechte, rassistische, nationalistische, vermeintliche Einzeltäter, die aber mit Duldung oder vielleicht sogar mit Unterstützung von Sicherheitsbehörden gehandelt haben und nach wie vor handeln. Und es gibt verschiedene Strategien, wie gesagt, von denen wir uns erhoffen, zu lernen. Wir wollen dabei nicht unterstellen, dass es in dem einen Land besser sei als in dem anderen Land. Das will ich tatsächlich zu Beginn sagen. Wir wollen aber tatsächlich gucken, wie können wir den NSU-Komplex und das Verhalten von Sicherheitsbehörden besser verstehen, um ein bisschen mehr Wahrnehmung zu erzeugen in der Bundesrepublik. Die fehlt unseres Erachtens zu dem Thema immer noch. Wir wollen auch der Frage nachgehen, welche Rolle hat eigentlich eine kritische Öffentlichkeit in der Aufarbeitung von sowas wie einem NSU-Komplex. Die drei, die Expertin und die beiden Experten, die wir aus der Türkei eingeladen haben, haben sich hervorgetan, akademisch, auch im Sinne von einer Praxisforschung, politisch und zivilgesellschaftlich in der Auseinandersetzung mit, wie gesagt, strukturell ähnlich gelagerten Morden in der Türkei. Tanıl Bodur, der ganz außen sitzt, ist Autor und Mitherausgeber bzw. Chefredakteur der politisch-theoretischen Zeitschrift Birikim und hat unter anderem zu den Entwicklungen des türkischen Nationalismus geforscht und veröffentlicht. Er wird heute gucken auf die Frage, wie wird tiefer Staat eigentlich in der Türkei verstanden. In der Mitte sitzt Yasemin İncioğlu. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Galatasaray-Universität und hat sich wissenschaftlich mit Hate Crimes in der Türkei auseinandergesetzt und wird uns nachher zu diesem Phänomen Hate Crime, Hate Speech, wie die beiden miteinander zusammenhängen oder nicht zusammenhängen, etwas sagen. Und zu meiner Rechten sitzt İsmail Saymaz, der ein investigativer Journalist und Autor ist aus Istanbul, der zu politischen Verbrechen und Strafverfahren in der Türkei recherchiert und veröffentlicht hat. Der wird gucken, was sind eigentlich ähnlich diese sagenumwobenen, ähnlich gelagerten Fälle in der Türkei. Ich will noch etwas sagen zu unserem Kooperationspartner NSU Watch, mit dem das hier in Kooperation stattfindet. NSU Watch ist ein Internetprojekt, aber auch ein Projekt, das ganz praktisch vor Ort ist, insbesondere auch in München, wenn Leute da zum Aussagen, als Zeugen vernommen werden, zum Prozess gehen. Ein Projekt, das beobachtet und diesen Prozess dokumentiert. Ich war zum ersten Mal im NSU-Prozess mit den dreien und war ganz erschrocken, dass das Gerichtsprotokoll nur zur Kenntnis nimmt, wer wann den Raum betreten hat und wer wann den Raum verlassen hat. Aber zum Inhalt wird dort nichts mitgeschrieben. Umso wichtiger ist ein Projekt wie NSU Watch, das versucht, mehrsprachig zu arbeiten und das vor allem aber spendenfinanziert arbeitet. Ganz viele Leute stecken da ihre freie Zeit rein
und zwar sehr viel freie Zeit. Wo ist Anna? Da ist Anna. Anna hat eine Spendendose und Postkarten dabei. Wer für NSU Watch spenden möchte, kann das direkt in die Spendendose einwerfen oder sich eine Postkarte mitnehmen, da steht die Kontoverbindung drauf. Dann können auch größere Summen überwiesen werden, die jetzt vielleicht nicht im Portemonnaie dabei sind. Wollen wir mit dir anfangen, Tanl? Herzlich willkommen, merhaba, herkese. Am Dienstag waren wir in München bei der Verhandlung. Und da haben wir das Telefongespräch zwischen Hess und Tenne gehört. Man weiß es ja, Hess ist von dem hessischen Verfassungsschutz. Und Tenne ist der V-Mann, der unter ihm arbeitet. Tenne hat bei einem der NSU-Morde ohne jeden ersichtlichen Grund sich an dem Tatort befunden. Und es ist dann rausgekommen, dass er den ganzen Mord einfach in großer Seelenruhe mitverfolgt hat. Und dann gibt es das Telefongespräch zwischen den beiden, zwischen Hess und Tenne. Und sie sprechen darüber, wie können wir damit umgehen mit der ganzen Geschichte. Mir fiel vor allem auf, dass sie sich immer gesetzt haben, Herr Hess, Herr Tenne und so. Also es ist ein sehr professionelles Gespräch zwischen den beiden. Klingt sehr cool. Völlig förmlich. Das fand ich interessant, denn in der Türkei, wenn es zum Beispiel um den Hrant Dink-Mord gegangen ist oder um den sogenannten tiefen Staat, wo es um den unerklärten Krieg ging oder um die Attentate ging. Und wenn man dann die Gespräche abhört, dann klingen sie ganz anders. Der türkische Hess und Tenne klingen ganz anders. Man schimpft, man sagt, du Kerl und so. Sie reden einfach Blödsinn und es ist auch sehr oft unter der Gürtellinie. Und es ist völlig unprofessionell, wie sie miteinander sprechen. Und deswegen fiel mir dieser Unterschied auf. Und deswegen habe ich mich gesagt, das ist der Unterschied zwischen den tiefen Staaten in Deutschland und in der Türkei. Ja, tatsächlich ist es so. Und bekümmert dachte ich auch darüber nach, dass ein großer Teil der türkischen Öffentlichkeit, nicht nur die Nationalisten und Konservativen, sondern sogar die etwas nationaler geordneten Linken sagen, natürlich wird es den tiefen Staat geben, aber bitte schön ernsthaft, also wie zwischen Hess und Tenne. Das heißt, das muss vernünftige Regeln haben, das muss gut organisieren, das wird gut funktionieren. Wie komme ich dazu? Fangen wir an mit dem Begriff des tiefen Staates. Ich glaube, das ist ein genuiner türkischer Begriff. Dieser Begriff ist nach dem Skandal in Susurluk entstanden. Wahrscheinlich kennen sich einige damit aus. Aber was ist passiert? 1996 war ein Unfall, ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Und da ist dieses Netzwerk zum Tageslicht gekommen. Einer der Polizeispitzel und ein Mafia-Mitglied und einer der wichtigen Wortführer der nationalistischen Bewegung, Ülke Ocakları, sind alle drei in dem gleichen Wagen gewesen und sie sind zusammen gestorben. Und es ist dann rausgekommen, dass einer der bekannten nationalistischen Kämpfer, für diesen Mafia-Menschen hat der Staat einen Ausweis ausgestellt, einen Pass ausgestellt und dieser Mensch wurde in diesen inoffiziellen Kriegen und Kämpfen benutzt. Und deswegen hat man diese ganze Struktur vor allem in den populären Medien als den tiefen Staat bezeichnet. Früher hieß das Contra-Guerilla. Das war eigentlich
eine sehr gute Möglichkeit. Viele von uns, die darüber geforscht haben, haben diese Strukturen bereits gekannt. Aber für ganz viele war das ein Schock. Wie kann es denn überhaupt sein, dass der Staat jemanden, von dem man ganz offen weiß, dass er Bomben legt, dass er Attentate verübt, dass er Mörder ist, dass der Staat mit diesem Menschen geheime Beziehungen unterhält? Das war die große Überraschung für die Öffentlichkeit. Natürlich konnte man darüber nicht schweigen und da wird eine Ermittlung einberufen, aber diese Ermittlung lief nicht transparent und viele Informationen gingen gar nicht weiter bis an die Öffentlichkeit. Das heißt, die Öffentlichkeit hat nur die Spitze des Eisbergs gesehen und irgendwie hat man das dann wieder unter den Teppich gekehrt. Wenn man die Diskussionen danach verfolgt, dann kann man Folgendes sagen. Ja, tatsächlich gibt es eine Öffentlichkeit, eine kritische Öffentlichkeit, nicht nur eine linke, sondern eine demokratische Öffentlichkeit und die kurdische Öffentlichkeit natürlich. Diese Öffentlichkeit sieht, dass der tiefe Staat schon kriminell ist, dass es niederträchtig ist. Aber ein großer Teil der Öffentlichkeit hat anders gedacht. Also einmal diese breite Öffentlichkeit, die von Konservativen besteht und Nationalisten. Und auch die anderen, die vielleicht ein bisschen links sind, aber auch nationalistisch sind, haben gesagt, ja, den tiefen Staat muss es ja geben. Überall gibt es das, sogar in Deutschland, in einem so zivilisierten Land wie Deutschland. Das muss es geben. Warum? Und wie haben sie das alles legitimiert? Sie haben gesagt, denn der Staat und die Nation hat Feinde. Und diese Feinde scheuen von keiner Methode zurück. Und sie arbeiten nicht nur legal. Und man kann sie vielleicht nicht nur legal bekämpfen. Genau wie sie ihre Hände schmutzig machen, muss der Staat leider auch seine Hände schmutzig machen. Aber da gab es etwas, was wir das Recht zur Selbstverteidigung des Staates und der Nation sehen können. Das wurde zur Hilfe gezogen, um den tiefen Staat zu legitimieren. Aber viele haben gedacht, das muss in einer professionellen, bürokratischen Ernsthaftigkeit passieren. Das heißt, was der Staat paralegal macht, was der Staat auch illegal macht, muss professionell nach den Regeln der Bürokratie gemacht werden. Also es muss cool sein. Das heißt, nicht irgendwelche Mafia-Schergen, sondern und nicht irgendwelche alten nationalistischen Mörder sollen da zur Hilfe gezogen werden, sondern richtig Professionelle, die auch vom Staat geschützt werden, müssen da drin sein. Das heißt, die Beziehung muss genauso sein wie zwischen Tenne und Hess. Ein großer Teil der türkischen Öffentlichkeit, ich glaube sogar die Mehrheit, hat das als Idylle sich vorgestellt. Natürlich ist das ein pessimistisches Bild, aber wenn wir von der dunklen Seite des Ganzen sprechen, müssen wir natürlich auch sagen, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die versuchen, den sogenannten tiefen Staat aufzuklären und auch zu unterhöhlen. Ismail Saymaz ist auch ein gutes Beispiel dafür. Er ist einer der Täter auf diesem Gebiet, in Anführungszeichen. Das heißt, er hat sehr viele Sachen aufgeklärt. Dank seiner Bemühungen wurde viel aufgeklärt. Aber diese sehr, sehr starke nationalistische Sicht der Dinge gibt es immer noch in der türkischen Öffentlichkeit. Vielleicht noch ein letzter Punkt, um die Beziehung zu Deutschland herzustellen. In der türkischen Öffentlichkeit wurden die NSU-Morde sehr wenig beachtet. Als der Prozess eröffnet wurde, haben die türkischen Medien davon berichtet und dann nicht mehr. Warum? Ein Grund ist eben diese Normalisierung der ganzen Tatsachen. Das heißt, solche Sachen passieren eben.
Zweitens, es ist ein zynischer Normalisierungsprozess gewesen. Vor allem ein großer Teil der nationalistischen und konservativen Öffentlichkeit hat so gedacht. Denn sie haben gedacht, Europa ist ohnehin rassistisch. Europa und Deutschland sehen die Türken und Muslime sowieso als die unteren Menschen und diskriminieren sie. Also das wissen wir, das ist nichts Neues, haben die gesagt. Und eine sehr starke Normalisierung und Legitimierung ist dann eingetreten. Das zu bekämpfen ist vielleicht genauso schwer, wie den tiefen Staat zu bekämpfen, denn die Legitimierung des tiefen Staats hat auch ein wenig die gleichen Wurzeln und deswegen. Sind all diese Aktivitäten, ist NSU Watch und alles sehr, sehr wichtig. Ich nehme es sehr ernst, denn sie versuchen einen riesengroßen Felsblock mit kleinen Hammerhieben zu zerkleinern, aber das ist ja der einzige Weg und das ist das Einzige, was wir können. Und deswegen möchte ich vom Pessimismus zum Optimismus umschlagen. Ich sage, ja, es ist sehr schwer, das zu bekämpfen. Genauso schwer wie die Strukturen des tiefen Staates zu bekämpfen, ist es, die Mentalität der Normalisierung zu bekämpfen. Aber Gott sei Dank schaffen wir es. Vielen Dank, Tanul Bodder, für diesen ersten Überblick. Auch zu der symbiotischen Beziehung zwischen Staat und staatsnahen und vielleicht vermeintlich staatsfernen Szenen und einer apathischen oder apolitischen Bevölkerung, die ja sicher da auch mit eine Rolle spielt. Sie haben Ismail Saimas schon angesprochen, der als investigativer Journalist bei zahlreichen Verfahren eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht fahren wir mit Ihnen fort, nicht so sehr, also auch gerne im Vergleich mit dem NSU-Prozess und den Wahrnehmungen, die Sie hatten Mitte der Woche, aber schlaglichtartig vielleicht einen Blick auf die Verfahren und die Prozesse in der Türkei. Willkommen euch allen. Als ich das Verfahren beobachtet habe, das erste Mal im Verfahren, ich beobachte das Verfahren und gestern in Köln war ich in der Kreubstraße, in diesem türkischen Kiez und habe mir die Opfer angehört. Und nachdem das, was ich dort gehört habe, habe ich mich daran erinnert, was vor 8 Jahren in der Türkei passiert ist. Am 18.04.2007 in der Provinz Malatya im Osten der Türkei war die einzige Straftat, die sie begangen haben sollen, im Grunde Bibeln zu verteilen. Also 3 Christen, die Bibel verteilt haben, wurden die Kehle durchgeschnitten und sie wurden umgebracht. Sie waren im Verlag Sirve, deswegen hat auch die türkische Gesellschaft diesem Verfahren den Namen Sirve-Verfahren gegeben. Die größte Reaktion kam von dem Gouverneur von der Provinz Malatya. Er hat gesagt, ich lehne das Wort Massaker ab, weil wir Türken begehen keine Massaker. Und er hat ein Beispiel gegeben, hat gesagt, das wichtigste Beispiel war, dass zur Zeit der Seldschuken, also vor 1000 Jahren, als wir Malatya, diese Provinz, erobert haben, haben wir den Christen Ochsen verteilt. Jedes Jahr machen wir einfach ein Freundschaftsfestival. Und der Arzt unseres Footballclubs ist ein Armenier. Aus diesem Grund könnt ihr nicht sagen, dass die Türken ein Massaker begangen haben. Das war die Verteidigung des Gouverneurs. Und so wurde natürlich auch behauptet vom Gouverneur, dass man das Wort Massaker bei diesem Massaker in Malatya nicht benutzen darf. In Malatya gibt es nur eine armenische Kirche, die aber auch als eine Ruine dasteht.
Ranting, der armenische Journalist, ist auch in Malatya geboren worden. Dieser Gouverneur war verantwortlich für die Menschenrechte, das wird euch natürlich etwas komisch vorkommen. Und er hat nach diesem wirklich hervorragenden Verteidigung dieser Stadt, ist er zum Inspektionsverantwortlichen beim Ministerpräsidenten eingestellt worden. Das heißt, wir bringen nicht um. Es gibt eine Gruppe von Psychopathen, die Morde begehen, eine Gruppe von Verrückten. Das ist die Begründung. Zum Beispiel bis zu dem Mord in Malatya, in diesem Verlag Sirve, war es so, dass die Mörder, vor allem Jugendliche, die man als krank abgestempelt hat, die man als Psychopathen abgestempelt hat, die haben die erste Reaktion gegen die Kirchen gegeben, zum Beispiel in Samsun, in der Provinz Samsun. Das sind Kirchen von konvertierten Muslimen, die zum Christentum konvertiert sind. Da haben sie zum Beispiel den Sohn des Priesters versucht zu entführen. Ihn haben sie dann freigelassen, dann haben sie versucht, die Kirche in Brand zu setzen. Auch in Rize zum Beispiel ein 16-Jähriger, also aus Rize, wollte in Trabzon einen Mord begehen, hat erstmal angerufen und als die Frau am Telefon Frau war, hat er gesagt, Frauen können wir jetzt nicht umbringen und hat den Priester in Samsun umgebracht. Auch wieder im Osten der Türkei, in Erzurum, zwei Jugendliche sind nach Istanbul, wollten Arbeit finden, waren arbeitslos eine Zeit lang. Wen haben sie angegriffen? Die Gemeinde, die sie in die Kirche eingeladen hat, um ihnen Essen zu geben. Zu der Zeit war es so, dass die Christen, die Missionäre, in der Türkei unter solchen Bedingungen gelebt haben, wie ich das jetzt gerade beschreibe, wo sie auch hingegangen sind, von wo sie auch gekommen sind, haben sie natürlich sich schriftlich alles niedergelegt. Und was man in diesen Notizen gefunden hat, war, ich bin hier verprügelt worden, Gott sei Dank sind wir hier nicht verprügelt worden. Das heißt, Einzelfälle. Es heißt immer, es sind Psychopathen, es sind Verrückte, die diese Morde begehen. Aber wenn wir sehen, dass viel, viel mehr Kirchen angegriffen, Christen angegriffen werden, wenn wir diese Prozesse uns anschauen, wissen wir, dass diese Leute unter der Beobachtung des Staates standen oder der Staat direkt mit seinen Mitarbeitern mitgemacht hat. Zum Beispiel von Tilman Gesk, einer von den Christen in Malatya, der umgebracht worden ist. Sein Telefon wurde seit 3 Monaten abgehört vom Staat. Zum Beispiel ein Türke, der auch sein Leben verloren hat bei diesem Mord. Vor dem Mord, 5 Tage vor dem Mord, wurde sein Telefon abgehört von der Polizei. Zum Beispiel hatte die Gendarmerie diese Missionarengruppe als Terrorist observiert und hatte einen Priester als V-Mann gehabt. Zum Beispiel hatten die 5 Jugendlichen, die diesen Mord begangen haben, hatten einen Tag vorher Schießübungen gemacht, waren von der Polizei festgenommen worden. Ihnen wurden aber die Waffen ausgehändigt nach dieser Festnahme und sie wurden freigelassen. Später haben sie 5 Messer sich besorgt und haben 3 Christen umgebracht. So war das in Malatya. Und in Trabzon, also an der Schwarzmeerküste, wurde ein katholischer Priester, der Priester Santoro, wurde 2006, weil er missionieren wurde, von einem 16-jährigen Jugendlichen umgebracht, während er gebetet hat. Er wurde erschossen. Der Priester Santoro wurde an dem Tag, als er umgebracht wurde, abgehört. Die Polizei hörte sein Telefon ab. In der Gemeinde vom Priester Santoro hatte die Gendarmerie einen V-Mann. In der gleichen Stadt. Also in der Stadt, in der der Priester Santoro umgebracht worden ist, hat sich eine Gruppe von Jugendlichen entschieden, den armenischen Journalisten Hrant Dink umzubringen. Sie dachten, Hrant Dink ist ein Türkenfeind. Die Polizei wusste vor dem Mord, 1 Jahr vor dem Mord, dass er umgebracht werden sollte. Sie wussten sogar, wie er umgebracht werden sollte. Hinzu kommt, dass nicht nur die Polizei das wusste, sondern die Gendarmerie in der gleichen Stadt es auch wusste. Weil die Gendarmerie hatte 6 V-Männer
in dem Stadtviertel, wo diese Jugendlichen gelebt haben. Die Gendarmerie hatte 6 Monate vor dem Mord diese Informationen über diesen Mord gehabt, aber auch über die Marke der Waffe, mit dem Ranting erschossen werden sollte. In dieser Gruppe, die den Mord an Ranting geplant hat, hatte die Polizei seinen V-Mann. Und alle Täter wurden abgehört zu der Zeit. Das ging so weit, dass eine Stunde, nachdem Ranting ermordet wurde, hat ein Polizist diesen V-Mann angerufen in Trabzon und hat gesagt, er sollte doch Ranting umbringen, aber nicht weglaufen. Der hier ist weggelaufen. Dieser Satz sagt doch aus. Nur dieser Satz alleine sagt aus, dass die Polizei wusste, wie er umgebracht werden sollte und dass der Mordplan geändert worden ist. Dieses Telefongespräch, das wir über Jahre hinweg diskutiert haben, an dieses Gespräch habe ich mich erinnert, als ich in München im Verfahren saß und das Telefongespräch zwischen Hess und Temme gehört habe. Also die Verbindung zum V-Mann oder die Bemühungen zu verdecken, zu vertuschen. Zum Beispiel gab es 3 TKÜs, also 3 Telefonüberwachungsgespräche. Sagt zum Beispiel der eine Verantwortliche vom Verfassungsschutz zu dem anderen, du, die Polizei will die Unterlagen, deine Aussage über diesen Vorfall haben. Soll ich das geben? Das heißt, die Polizei möchte Informationen vom Verfassungsschutz, weil sein Mitarbeiter am Vorfall war. Und dieser Verfassungsschutz gibt keine Informationen an die Polizei und fragt seinen Mitarbeiter, soll ich es geben? Über die Vorfälle in der Türkei wundern wir uns nicht mehr, aber in der Türkei, in Deutschland haben wir uns sehr gewundert. Wirklich, das ist wirklich total überraschend, weil die in der Türkei Demokratie fordern, Freiheit fordern, tun wirklich seit 15 Jahren die Latte so legen, dass sie die deutsche Demokratie als Beispiel nehmen oder die europäische Demokratie als Beispiel nehmen. Das ist ihr Ziel. Und heute fragen sie sich, war das alles umsonst? Passieren hier Dinge genauso wie bei uns auch? Und dieser Vergleich, das ist wirklich schon erschütternd. Wir wissen natürlich, als die Fragen kamen an den Hess, an den Verfassungsschutz, Sicherheitsbeauftragten, als die Fragen so kamen, dass es wirklich den Staat hätte treffen können, hat er immer gesagt, ich weiß es nicht, ich darf nicht aussagen. Das kennen wir aus der Türkei, insbesondere Beamte, also Staatsbedienstete, die in Morde verwickelt waren, die in Folter verwickelt waren, die haben auch immer gesagt, weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern. Auch diese Aussage hat uns sehr an die Fälle in der Türkei erinnert. Zum Beispiel im Südosten der Türkei, in Mardin, in der Provinz Mardin, Dalgiçit, wurden 6 Bürger umgebracht und in den Brunnen begraben. Und da haben die Beamten, Staatsbedienten auch alle gesagt, wir wissen nicht, wo die sind, wir kennen sie nicht. Jahre später, als diese Brunnen ausgegraben wurden, hat man die Leichen gefunden. Das heißt, man sieht, wenn Staatsbedienstete oder Beamte in Mord verwickelt sind, merkt man, wie Staaten reagieren. Was der türkische Staat macht, ist es zu verleugnen. Und denkt, somit kann er sich freisprechen. In der Türkei sagt natürlich auch der Staat, dass der Beamte, dass die Türken solche Straftaten nicht begehen. Aber vor den Augen des Staates werden die Kurden, werden die Christen, werden die Missionäre Opfer von Morden. Und hier sehe ich in Deutschland, dass der deutsche Staat und seine Beamten bis wirklich der NSU ans Tageslicht gekommen ist, haben sie nie daran gedacht, dass es Neonazis sein können, die Morde begangen haben. In Deutschland, in so einem demokratischen Land wie Deutschland, also zumindest ist das, was uns die Opfer und die Opferfamilien erzählt haben, dass sie in so einem demokratischen Land wie Deutschland, dass sie gedacht haben, dass die Türken
dass der Staat gedacht hat, also die Polizei angenommen hat, dass niemand Türken umbringen würde oder Muslime umbringen würde, sondern dass die Türken nur unter sich selbst sich umbringen könnten und deswegen auch nicht in die Richtung der Neonazis ermittelt worden ist. Zum Beispiel in Mölln, wo das Haus in Brand gesetzt wurde, wäre behauptet worden von der Polizei, dass der Vater Zuhälter wäre und er wäre in die Richtung ermittelt worden. Oder auch als die Nagelbombe hochging, hätte es geheißen, es hätte PKK sein können oder die Drogenmafia. Das hätte man ihnen gesagt, als man sie vernommen hat. Oder bei einem anderen Angriff von NSU, wo ein Bürger sein Leben verloren hat, hätte man die Ehefrau gefragt, hast du ihn betrogen, hat vielleicht dein Geliebter ihn umgebracht? Und ich denke, das hat wirklich Wasser in die Mühlen getragen der NSU. Das heißt, Deutschland muss einfach schauen über den Nationalismus im eigenen Staat, muss eine Auseinandersetzung mit Rassismus durchführen. Weil wenn dieser Staat das getan hätte, wenn dieser Staat sich damit konfrontiert hätte und auseinandergesetzt hätte, dann hätten diese Morde so lange, über so viele lange Jahre nicht stattfinden können. Und ganz zufällig ist NSU ja ans Tageslicht getreten, wenn die Angeklagte nicht hätte versucht, das Haus in die Luft zu sprengen, dann hätten wir doch nicht erfahren, dass es einen NSU gibt. Wir hätten nicht erfahren können, dass es den Thüringer Heimatschutz gibt, von dem die NSU natürlich geboren worden ist. Dass zum Beispiel ein V-Mann, der vom Geld bekommen hat, mit diesem Geld im Grunde eine Organisation aufgebaut hat, aus der NSU hervorgegangen ist. Und das alles erfährt man einfach nur zufällig. Gestern haben wir mit den Opfern von der Nagelbombe gesprochen. Die haben uns gesagt, als die Polizei kam, als sie uns vernommen hat, haben sie uns gesagt, hat es jemand aus der Straße gemacht, hat es ein Drogenhändler gemacht, hat es die PKK gemacht, die Mafia, Organisation aus der Türkei. Sie haben gesagt, ich habe gesagt, hat das Opfer gesagt, es sind die neuen Nazis. Und der Polizist hat mir Zeichen gezeigt, ich soll still sein. Und ich denke, NSU hat Mut gefasst, weil alle geschwiegen haben. Das ist dieses Schweigen, was ihnen Mut gegeben hat. Ich denke, das Schweigen in der Türkei, was den Christen, warum Christen ermordet worden sind, ist das gleiche Schweigen, was in Deutschland NSU den Mut zum Mord gegeben hat. Wir wissen zum Beispiel, dass jedes Jahr wirklich Kirchen, Tempel, Gebetshäuser angegriffen werden, wirklich täglich angegriffen werden. Es gibt zwar hier keine Morde, aber auch hier werden natürlich Gebetshäuser angegriffen. Hier werden natürlich auch Händler angegriffen, Geschäfte angegriffen oder werden belästigt. Also es gibt Gewalt. Gewalt von der rechten Szene. Wenn der Verfassungsschützer, den wir in Mitte der Woche gehört haben, wenn man ihn so einfach lässt, sein Schweigen ihm wirklich lässt. Wenn die Angeklagte nicht spricht, dann glaube ich nicht, dass man sich mit diesem Verfahren auseinandersetzen wird, mit diesem Gewalt auseinandersetzen wird und die Gewalt, die noch kommen wird, verhindern kann. Ich denke, man wird sich nur sich selbst überzeugen können, dass man demokratisch ist, genauso wie wir versuchen, uns in der Türkei davon zu überzeugen, wir seien demokratisch. Ich denke, dagegen muss man kämpfen. Wir dürfen nicht mehr auf Morde warten, auf Opfer warten, auf Tote warten. Wir müssen etwas tun. Wir haben jetzt 3 Diskussionsrunden gemacht, was uns sehr, sehr erfreut hat, dass wirklich von den Teilnehmern 70% Deutsche waren. Allein diese Teilnahme zeigt uns, dass es zwar eine Gewalt gibt, eine Organisation wie eine Terrororganisation wie die NSU, aber dass es auch natürlich eine ganz große antifaschistische Kultur gibt und wirklich auch ein Widerstand. Und ich vertraue nicht dem Staat, sondern diesem Widerstand der Menschen, die hier leben. Vielen Dank, Ismail Saymaz. Sie haben jetzt das Panorama vom Verhältnis Nationalismus, tiefer Staat auf eine ganz konkrete Ebene gehoben, haben die Legitimitätserzeugung durch
Verschweigen, Verleugnen in den Vordergrund gestellt. Ich möchte als letzte Rednerin Yasemin Injolu bitten, vielleicht die andere Seite zu beleuchten, das Reden, den Diskurs, denn etwas wird ja gesprochen. Sie haben ganz viel gearbeitet zu Hate Speech. Das ist ein Wort, das noch nicht richtig im Deutschen angekommen ist. Und zu Hate Crime, Hasskriminalität. Und haben mit einer Praxisforschung eigentlich auch teilgenommen am Hrant-Dink-Prozess 2011, glaube ich, wo ein Gutachten, das Sie mitverfasst haben, Eingang gefunden hat. Also die Rolle der Medien, des Diskurses. Vielleicht möchten Sie dazu etwas sagen. Herzlich willkommen, vielen Dank. Die letzte Rednerin zu sein und nach Ismail zu sprechen und trotzdem zu gefallen, ist sehr schwer. Das heißt, das erwarte ich gar nicht von Ihnen. Ich soll auch über den Diskurs sprechen, sagte Koraybe. Ja, das ist sehr wichtig. Denn Hate Speech und Hate Crime sind zwei unterschiedliche Begriffe auf der einen Seite, aber der Diskurs füttert auch das Crime. Natürlich füttern sie sich gegenseitig. Aber der Diskurs ist so eine Art Korridor zu der kriminellen Tat. An Hrant Dink zu denken ist aus vielen verschiedenen Gründen immer wieder richtig. Aber auch in diesem Zusammenhang, denn in der Türkei haben wir mit Hate Speech und Hate Crime immer wieder zu tun gehabt, aber dass wir die Termine dafür entwickelt haben und dass immer mehr Menschen zu diesen also diese Sachen forschen, hat damit zu tun, dass Hrant Dink ermordet wurde. Also dank der Ermordung von Hrant Dink, obwohl Dank ein völlig schlimmer Begriff ist, haben wir damit angefangen. Obwohl wir früher in Sivas, in Mademak, Santoro, Sirve Massaker, Manisa Selendide, da sind Romas versucht worden zu lynchen und ganz, ganz viele andere. Auch gegenüber den Griechen am 6. und 7. September haben wir das immer wieder erlebt. Aber zum ersten Mal haben 72 zivilgesellschaftliche Organisationen sich zusammengefunden und eine Plattform entwickelt für eine Kampagne gegen Hate Speech und Hate Crime. Unser Ziel war es, einen Gesetzentwurf zu entwickeln und dem Parlament vorzulegen. Das haben wir auch gemacht, aber daraus wurde gar nichts, gar nichts. Denn die Regierung wollte das benutzen, um den Diskurs zu ordnen. Denn in den Ländern, wo der Diskurs reglementiert wird, hat man das bereut. Denn diejenigen, die die Macht innehalten, können diese Reglementierungen des Diskurses für sich benutzen, um dann auch die Opposition zu verstummen. Das heißt, wir wollten eigentlich Gesetze haben, um Hate Crime zu verhindern. Und sie haben, also in der Regierung haben sie drei wichtigsten Punkte außen vor gelassen. Die drei fragilsten Gruppen, einmal die ethnische Herkunft, dann die sexuelle Orientierung und dann die sexuelle Identität, diese drei. Wenn wir von der sexuellen Orientierung sprechen, dann sprechen wir über die Lesbierinnen, Gays und so. Aber wenn wir von der Identität sprechen, dann meinen wir auch die Trans-Individuen. Wir haben über all das weit und breit diskutiert, aber das brachte gar nichts, denn in dem letzten Demokratisierungspaket wurden diese drei Gruppen, die man am ehesten schützen würde, einfach ausgeklammert. Hate Speech. Ich möchte jetzt keine Definitionen liefern, aber Ifade, her türlü, işte, farklı bir ırk,
wir sehen, dass wenn eine andere Religion, Rasse, Glauben, Glaubenslosigkeit oder Charakteristika der andersartigen Gruppen zum Ziel gewählt werden, das entsteht. Immer wenn die Mehrheit Gewalt gegen die Minderheit ausübt, sind die Diskurse, die das beschönigen oder die das fördern, es können auch Graffiti sein, kann alles sein, können die Hate Speech sein. Und dass es als Straftat gesehen wird, ist erstens, dass es durch die Gesetze so definiert wird, und zweitens, der Impuls der Tat. Warum hat man so etwas gemacht? Und zweitens, die Auswirkungen auf die Opfer. Diese Auswirkungen lassen diese kriminellen Taten von den anderen unterscheiden. Denn das sind symbolische Taten und sie haben eine Botschaft in sich. Warum eine Botschaft? Wichtig ist es nicht, entscheidend ist es nicht, gegen wen dieses Hate Crime gerichtet ist. Wichtig ist, warum das gemacht wird. Geht es um die Intersex-Personen oder einen Kurden oder ein Skinhead oder eine verschleierte Frau? Das heißt, eine bestimmte Gruppe ist immer gemeint. Oder sind es vielleicht geistig Behinderte oder jemand, der gegen HIV ankämpft oder vielleicht ein alter Mensch. Denn es gibt auch Hate Crime gegen alte Leute in manchen Ländern und Gesellschaften. Erstens ist das sehr wichtig. Und zweitens, wenn wir von den Auswirkungen gegenüber den Opfern sprechen. Gestern waren wir in diesem kurdischen Kiez, wo war das? Kolbstraße. Da haben wir mit einigen Betroffenen gesprochen. Und Ismail hat ja auch ein bisschen davon berichtet. Zum Beispiel hat uns jemand gesagt, zwischen 2004 und 2007 waren wir immer als diejenigen angesehen, die selbstverantwortlich sind. Die Leute sind zu uns gekommen, sie haben uns immer wieder befragt und ständig haben wir in Angst gelebt und wir wurden immer beschuldigt. Auch die Medien haben das sehr gut mitgemacht und systematisch wurde uns erzählt. Also die Medien haben diese Menschen als Zielscheibe dargestellt und ihnen vorgeworfen, sie würden falsche Aussagen machen und so weiter. Diese Menschen waren schutzlos gegenüber dem Staat. Und sie haben kein Vertrauen mehr in den Staat gehabt. Und sie wurden tatsächlich isoliert. Aber lassen wir das mal beiseite. Man hat ihnen die Botschaft gegeben, ihr habt keinen Platz in dieser Gesellschaft. Und das haben diese Menschen auch angefangen, über sich selbst zu denken. Aber nicht einmal haben sie den Mut dazu gehabt, Aussagen zu machen als Zeugen. Oder sie wollten auch nicht zu den Prozessen gehen. Denn wir wissen alle, dass diese Hate Crimes nach einer letzten Studie der psychiatrischen Gesellschaft in den USA. Und da wird gesagt, der Stress ist gar nicht anders als beim Posttraumastress. Das heißt, sie konnten nicht einmal den Tatort besuchen, denn da kommt sofort ein Flashback. Und dann erinnern sie sich monatelang wieder daran. Oder sie werden klaustrophobisch, sie können nicht einmal ein Flugzeug besteigen und so weiter. Und deswegen können diese Menschen nicht einmal als Zeugen aussagen. Und deswegen leidet auch Gerechtigkeit darunter, die Rechtsprechung leidet darunter und. Jetzt komme ich von den Opfern wieder zu diesem Diskurs. Das war die Frage von Koray. Ah ja, natürlich muss man auch über die Medien sprechen. Denn ich arbeite auf dem Gebiet der Kommunikation. Die Medien spielen eine sehr große Rolle. Einmal, während das Hate Speech produziert wird, die Medien können als Teil der herrschenden Ideologie
dabei mitspielen und diese Ideologie reproduzieren und wie eine Waffe funktionieren. In jedes Land hat ein Wir-Gefühl, also in der Türkei zum Beispiel, wir sind Türken, wir sind Muslime, wir sind Sunniten, wir sind Männer, so richtige Männer, wir sind Heterosexuelle und so weiter und so fort. Und alle anderen, die nicht in diesen Rahmen hineinpassen, sind die anderen, in Anführungszeichen. Und dieser Hate Speech entwickelt sich immer gegenüber den anderen. Einmal können also die Medien dieses Bild reproduzieren und die wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder der Politik, zum Beispiel Ministerpräsident oder Minister oder Staatspräsident und so weiter, wenn sie Reden halten und wenn die Medien davon berichten, dann spielt die Art und Weise, wie sie das machen, eine sehr große Rolle. Zum Beispiel Recep Tayyip Erdogan hat ja neulich gesagt, man hat mich mit Verlaub Armenier genannt. Also dass man diesen Diskurs immer wieder in die Zirkulation bringt und dann die sozialen Medien sind wie eine Lawine. Und wenn in den sozialen Medien die Kampagnen und die Kultur des Lynchens entwickelt wird, dann ist es sehr gefährlich, denn Hate Crime, das kommt nicht vom Mond. Das ist verinnerlicht und das hat immer einen ideologischen und gesellschaftlichen Hintergrund. Bei uns fängt es schon mit in der Grundschule an und schon die Grundschulbücher müssen wir ändern. Das heißt, von ganz oben, von den Politikern bis zu ganz unten müssen wir gehen. Wir haben gesagt, das ist der eine Aspekt, das heißt, die Medien produzieren und reproduzieren Hate Speech und zum Beispiel, dass die Medien eine sehr große Rolle spielen, sagt auch der Europäische Gerichtshof, und dass die Politiker eine sehr große Rolle spielen. Und es gibt Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofes zu diesem Thema. Das heißt, der Diskurs und was wir dazu gesagt haben, wurde beim 22. Verhandlungstag in der Türkei ist zur Rate gezogen. Zwischen 2002 und 2007 haben wir die türkischen Medien unter die Lupe genommen. Wie haben sie Hrant Dink als Zielscheibe immer wieder produziert? Wie haben sie ihn als Teufel an die Wand gemalt? Wie haben sie ihn als große Gefahr und Bedrohung der Republik Türkei und des Türkentums, der auch die Türken und das Türkentum beleidigt, präsentiert. Und Sie wissen ja, dass die Türkei im Europäischen Gerichtshof als schuldig anerkannt wurde. Die erste Meldung über Hrant Dink zum Beispiel war, als Hrant Dink darüber geschrieben hat, dass die erste türkische Pilotin Sabiha Gökçen Armenierin ist, dann sind die Medien gegen den Sturm gelaufen und zwei Wochen später hat eine große türkische Zeitung, eine der größten Zeitungen, Hürriyet, geschrieben, nein, Sabiha Gökçen war keine Armenierin, Sabiha Gökçen war eine Bosnierin. Also Armenierin zu sein, ist ja ganz, ganz schlimm. Bosnierin ist zum Teil besser. Und der Generalstabschef hat in der Türkei auch gesagt, es sei eine Lüge, dass er Armenierin ist und so weiter. Und dann wurde er immer wieder als Zielscheibe definiert. Und das wurde auch von dem ganzen Kontext rausgerissen. Und das ist ja sehr wichtig beim Hate Speech. Zum Beispiel, wenn Sie die Rede, die ich hier halte, von dem Kontext völlig absondern und dann einen Satz rauspicken und sagen, ja, jetzt mache ich eine Sensation daraus und ich mache Yasemin fertig, dann haben Sie kein Problem damit. Sie finden einen Satz und dann schreiben Sie in einer Zeitung, Yasemin İnceoğlu hat im Gorki Theater das und dies gesagt, er hat zum Beispiel die Deutschen beleidigt. Also nur mit einem Satz, aber was war der Kontext? Unter welchen Umständen habe ich das gesagt? Was habe ich davor gesagt? Was habe ich danach gesagt? Wenn man das alles ausblendet,
dann werden einzelne Sätze gefährlich. Und das haben die Medien im Falle von Hrant Dink gemacht. Und die herrschenden Medien, und ich glaube, die deutschen Medien sind auch, denn ich spreche ja kein Deutsch und deswegen möchte ich nicht zu große Worte machen, aber uns wurde immer wieder gesagt, und es gibt auch Studien darüber, und die Zeitung Evrensel hat in der Türkei auch darüber berichtet, wie die deutschen Medien über den NSU-Terror berichten. Wird immer wieder gesagt, dass notwendige Fragen nicht gestellt werden. Natürlich gibt es einzelne Journalisten, die das sehr gut machen. Ich weiß nicht, ob sie einen Ismail Saymaz auch in Deutschland haben. Aber wenn Ismail Saymaz nach Deutschland käme und hier arbeiten würde, dann hätte er vielleicht bessere Fragen stellen können. Nein, das ist natürlich ein Witz. Sie haben bestimmt sehr gute Journalisten in Deutschland. Also das ist sehr wichtig. Habe ich noch eine oder zwei Minuten? Eine Minute, okay. So, was kann man gegen den Hate Crime tun? Es ist sehr wichtig, Hate Crime zu bekämpfen. Zum Beispiel, was NSU Watch macht, ist sehr, sehr wichtig. Wir wissen nämlich, dass in den Demokratien die Aufklärung sehr wichtig ist. Natürlich muss man vor allem Daten sammeln. Monitoring ist sehr wichtig. Man muss es beobachten, man muss Berichte schreiben und man muss das mit der Öffentlichkeit teilen, sodass die Öffentlichkeit wachgerüttelt wird. Denn zuerst machen sie eine Fotografie der Situation. Und damit sie die Lage sehen können, brauchen sie das erstmal. Zweitens, es muss eine gesellschaftliche Bewegung entstehen. Es geht nicht darum, dass es 8 Menschen türkischer Herkunft sind oder 10 oder und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Irgendwann wird das beendet und irgendwann wird man lebenslänglich geben. Und dann hat man gesagt, gut, ist, wegen guten Benehmens 15 Jahre und so weiter und so fort. Was wird dann passieren? Vielleicht werden solche Angriffe, genau solche Angriffe, nicht mehr geschehen. Aber man muss dem, was bis jetzt geschehen ist, offen ins Gesicht sehen. Und das werden nicht die Politiker tun, denke ich, sondern verschiedene Gruppen in der Gesellschaft. Ohne Wenn und Aber, ohne zu sagen, diese Gruppe mag ich, aber diese Gruppe mag ich ohnehin nicht. Wenn sie angegriffen werden, ist es ja gut und so weiter. Ohne das zu sagen, denn es ist sehr wichtig, die Kultur des gemeinsamen Lebens, des Zusammenlebens zu entwickeln. Deutschland wird ja als Land gesehen, dass die Multikulturalität lebt, dass die Interkulturalität lebt. Und deswegen muss man dem auch zu Genüge tun. Vielen Dank. Vielen Dank, ja, Seminin Dörle. Ich will unseren drei Podiumsgästen gleich drei Fragen stellen und bitte um eine sehr kurze Antwort und möchte danach Ihnen, die bisher als Zuhörerinnen und Zuhörer hier gesessen haben, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde noch. Insofern bitte ich Sie tatsächlich um eine kurze Antwort in dieser Runde. Und Sie haben schon mal die Gelegenheit, nachzudenken, was Sie gerne wissen würden. Die Yasemin Jolie, Ismail Saymaz und Tarun Bora geben gerne Auskunft, das weiß ich. Das eine ist, was ich fragen möchte. Wir hatten das jetzt im letzten Beitrag. Was ist die Rolle von Öffentlichkeit, von einer kritischen, begleitenden Öffentlichkeit vor dem Hintergrund Ihrer Arbeit und Erfahrungen als Journalist, aber auch als politisch arbeitende Menschen. Das andere ist, was kann ein Gerichtsprozess und was kann ein Gerichtsprozess nicht, wenn es um Aufklärung geht? Und die dritte Frage ist, was passiert eigentlich mit den Opfern bei all dem, wovon Sie gesprochen haben in der Türkei? Was passiert mit den Armenierinnen und Armeniern, mit den Lesben und Schwulen? Was passiert mit den Linken, mit den kurdischen Menschen? Werden die gehört oder sind es, wir hatten es in München, weiße Türken, weiße Türkinnen, die über die Opfer sprechen? Wo kommen die Stimmen der Betroffenen respektive ihrer Angehörigen vor? Ich wähle die letzte Frage aus. Ich würde gerne kurz antworten wollen.
Ich denke, die erste Frage und die zweite Frage ähneln sich ja sehr und sind zusammenhängend. Also eine Öffentlichkeit, die kritisch ist, eine Öffentlichkeit, die oppositionell ist, kann sehr, sehr viel vollbringen. Das hat was damit zu tun, was das Gericht machen kann und nicht machen kann. Das, was das Gericht macht, ist sehr, sehr wichtig, weil wenn eine Tat eine Straftat ist, dann erwarten wir von einem Gericht, dass es als Straftat auch bestraft wird. Das ist die Erwartung vom Gericht. Aber vom Gericht erwarten wir natürlich aber auch, dass sie eine Aufklärung vorantreibt. Indirekt, aber eine Aufklärung. Aber das machen die Gerichte oft nicht. Warum? Weil sie sind ein Teil des Staates. Sie sind ein Teil des Systems. Sie sind zum Teil auch unabhängig, aber sie sind in den Teilen, in denen sie auch unabhängig sind, konservativ und schützen vor allem den Staat. In dem Sinne konservativ. Das heißt, was wir uns erhoffen können, was um das Gericht herum diskutiert wird. Das heißt, wir müssen sehr lebendig halten, was diskutiert wird außerhalb des Gerichts, damit das, was man außerhalb diskutiert, wirklich auch Einfluss hat auf das Gerichtsverfahren. Und auch in allen wichtigen Verfahren in der Türkei sehen wir das Gleiche. Das heißt, das Gericht, das Verfahren darf man nicht alleine lassen, nicht sich selbst überlassen. Also die Arbeit des Gerichts kann man nicht dem Gericht selbst überlassen, weil die Arbeit zu wichtig ist. Die Opfer. Dieser Kampf, also diese Bemühungen um Aufklärung, finde ich, ist der gesundeste Weg, um wirklich mit Trauma umgehen zu können. Das wissen wir überall auf der Welt. Wir wissen es im Völkermord der Armenier und auch in anderen Fällen. Das heißt, man soll nicht vertuscht werden, es soll nicht verschlossen werden. Man muss diskutieren, man muss etwas dazu beitragen, dass es aufgeklärt wird, zu erzählen, was man erlebt hat, dafür zu sorgen, dass andere erfahren, was einem geschehen ist. Das heißt, die Aufklärung ist auch, finde ich, das Wichtigste für die Opfer, für die Gesundheit der Opfer. Das haben wir auf den Straßen in der Kolbstraße gemerkt. Ich will nicht mit Journalisten reden, ich will nicht zum Gericht. Sogar die, die das gesagt haben, haben uns das erzählt, lange erzählt. Und obwohl sie gesagt haben, ich will da nicht hingehen. Als sie sich aber daran erinnert haben, was sie vorher ausgesagt haben, wurden sie lebendig. Wenn sie geredet haben, waren sie lebendig vor uns. Und je mehr sie geredet haben. Und ich denke, je mehr man redet, je mehr man die Dinge verfolgt, auch wenn man vielleicht kein konkretes Ergebnis bekommt, finde ich, dass es auch für die Opfer gut ist, dass sie dadurch gesunden, dass sie dadurch Heilung erfahren. Weil das ist eine Bemühung, wirklich Rechenschaft zu fordern. Deswegen finde ich das sehr wichtig. Die Gerichte und Türkei. Ich werde jetzt nicht einen Scherz erzählen, ne? Das ist jetzt wirklich Realität, was ich erzählen werde. In Ankara treffen sich zwei Gläubiger und zwei, die Forderungen haben. Der eine hat gesagt, gib doch mir mein Geld, der andere hat gesagt, geh doch zum Gericht. Deswegen ist dann ist der, der Geld gefordert hat, den anderen Messer gezogen, den anderen umgebracht, dann gab es ein Gerichtsverfahren. Das Gericht hat gesagt, dass der, der Mord begangen hat, weil von ihm Geld gewollt worden ist, hat wegen Provokation strafmildernd geredet. Deswegen muss man sehr aufpassen, welches Verfahren man natürlich ins Gericht bringt oder nicht, weil das Gericht sagte, wenn man Geld will, kann das eine Provokation heißen. So sieht eigentlich so ein bisschen das Gericht aus in das Gerichtsverfahren. Es ist nicht möglich, in der Türkei wirklich bei den Gerichten Gerechtigkeit zustande zu bringen, weil ein Richter hat, ohne zu wissen, dass er abgehört wird, hat er die Telefonnummer, also seine eigenen Telefonnummern, Beschluss zum Abhören unterschrieben. In der Türkei ist es wirklich so, dass Folter und extralegale Hinrichtungen wie auch Morde von unbekannten Tätern, diese Gerichtsverfahren sind für die Opfer wirklich Fälle, wo man zum zweiten Mal ein Opfer wird. Du wirst von einer Stadt in die andere geschickt. Das heißt, das Verfahren wird verlegt in eine andere Stadt. Wenn Sie ein Kurde sind, dann wird das Verfahren in eine Stadt verlegt, wo es keine Kurden gibt. Wenn Sie Linke sind, dann in eine andere Stadt, wo es keine Linke gibt. Wir wissen zum Beispiel,
dass ein Verfahren, wo die Opfer Kurden sind, bei deren Verfahren viermal der Gerichtsort gewechselt wurde. Wenn sie nicht die Kraft haben, auf den Beinen zu stehen, wenn sie wirtschaftlich nicht gut stehen, kann es vorkommen, dass sie das Ende des Verfahrens vielleicht nicht miterleben können. Zum Beispiel wissen wir die Gezi-Proteste. Zum Beispiel Mehmet Ayvalıtaş. Die Mutter von Mehmet Ayvalıtaş hat einen Herzinfarkt bekommen und hat das Verfahren nicht wiederleben können nach der zweiten Verhandlung. Das heißt, bei diesen Verfahren kommen die Opfer kommen die Familien der Opfer wirklich in eine Situation, dass sie psychiatrische Behandlung brauchen. Das heißt, das ist im Grunde ein zweites Mal Opfer werden. Dabei ist es auch so, dass für die Opferfamilien, für die Familien der Betroffenen, Gerechtigkeit nicht in den Gerichten stattfindet. Das heißt, Gerechtigkeit kann man nicht einfach den Richtern überlassen, weil dann kommt nur Ungerechtigkeit raus. Daher denke ich, bei diesen Verfahren, insbesondere bei solchen Verfahren, Gerechtigkeit kommt nicht vom Gericht auf die Straße, sondern von der Straße ins Gericht. Wenn man eine Öffentlichkeit schafft, wenn man Druck mit der Öffentlichkeit schaffen kann, dann kann man vielleicht sich Gerechtigkeit von den Gerichten erhoffen. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung 2007, eine Umfrage, und da hat man gefragt, ob man für Menschenrechte ist oder für den Staat, dann war man für den Staat. Also kann man einfach diese Sache nicht den Staatsanwälten und den Gerichten überlassen. Wenn ein Jugendlicher umgebracht ist, vertraue ich dem Polizisten vor der Straße oder dem, der Widerstand leistet gegen den Polizisten. Wir müssen schauen, dass die Gerechtigkeit wirklich, finde ich, auf der Straße stattfinden kann und man somit zur Gerechtigkeit kommen kann. Ich hatte jetzt gerade bei meinem Vortrag wirklich die Wichtigkeit der Öffentlichkeit und über die Probleme der Betroffenen und der Opfer gesprochen. Soll ich noch ein bisschen mehr darüber reden? Ah, nein, Ihre Frage ist, wo kann man sie hören? Wenn wir uns Türkei anschauen, dann sehen wir kleine Gruppen, viele kleine Gruppen. Es gibt zum Beispiel das Leben Pembe, das ist für Transsexuelle. Dann gibt es Chaos Gel für Lambda Istanbul, für Lesben und Schwule und Bisexuelle. Es gibt alevitische Vereine. Das heißt, unter großen Schirmen gibt es viele Gruppen, die ganz speziell organisiert sind. Wenn wir zum Beispiel eine Versammlung machen, wir hatten eine Versammlung, eine Konferenz eigentlich über Hate Crimes, und wir konnten die Freunde mit dem Kopftuch nicht mit den Homosexuellen zusammenbringen, weil die Gays, LGBT-Leute hatten keine Vorurteile gegen die mit dem Kopftuch, sondern die mit dem Kopftuch hatten ihre Probleme, mit ihnen zusammen zu sein, weil die gesagt haben, aufgrund unserer Religion ist für uns Homosexualität eine Sünde und wir können und wollen nicht mit diesen zusammen sein. Nicht, dass ich das jetzt positiv finde, ne? Ich sage nur, das war so. Wir waren halt in solch einer Situation. Aber der Staat und die Zuständigen im Staat in hohen Positionen schauen sich das natürlich oder denken genauso im Grunde. Es gab zum Beispiel im Familienministerium eine Ministerin, die ist jetzt nicht mehr Ministerin, aber dieses Ministerium, der Name hat auch sich verändert. Es war Ministerium auch für Frauen und Familie. Frauen sind weg, jetzt haben wir die Familie nur. Also Ministerium für Familie, weil Familie kann nicht getrennt werden. Man kann auch die Frau aufopfern, die Familie muss weitergehen. Zum Beispiel die ehemalige Familienministerin, Aliye Kavaf, hatte gesagt, Homosexualität sei eine Krankheit.
und in der Öffentlichkeit, in den Fernsehprogrammen, wurden Programme ausgestrahlt, dass die Homosexuellen behandelt werden können. Menschen haben darüber geredet. Es gab Psychologen, Opportunisten, Dummköpfe, die gesagt haben, in 10 Sitzungen behandle ich die Homosexualität, als sei das irgendwie eine Flugangst. Oder sie dachten, wenn man Antidepressiva gibt, dann würden sie gesund werden. Dann haben wir gesagt, wir können denen ja auch Prozac verteilen und dann werden sie homosexuell. So wurden einfach Witze und Scherze gemacht. Wir haben immer gesagt, dass es eigentlich eine Wahl ist. In der Öffentlichkeit war das auf diese Art, dass immer gehetzt wurde. Das heißt, falsche Informationen, die keine Ahnung von Homosexualität haben, und natürlich für die Täter ein Nährboden. Wirklich ein Nährboden für die Täter. Wenn Sie unsere Medien sich anschauen, werden Sie sehen, Gewalt von Travestiten, der wollte perverse sexuelle Handlungen haben, deswegen habe ich ihn umgebracht. Das heißt, Morde werden legitimiert. Genauso, wenn Sie so eine Überschrift sehen können. Genauso. Kommen wir noch weiter. Der Recep Tayyip Erdoğan hat ja, HDP hat ja 13% bekommen, was sich uns auch sehr gefreut hat, weil sie die 10%-Hürde nehmen konnten. Und Barış Sulu war ja Abgeordnetenkandidat von KSGL. Er hat kandidiert. Recep Tayyip Erdoğan hat gesagt, wir würden keinen Kandidaten kandidieren lassen, der ein Homosexueller ist. Das heißt, er hat bei sich das Recht gefunden, erniedrigend über solche Menschen zu reden. Ich würde vorschlagen, einen kleinen Applaus für unsere Rednerinnen und Redner. Wir haben ein Saalmikrofon. Ich glaube, es steht dort. Haben wir auch eine Person, die das Saalmikrofon herumträgt? Oder sollen die Leute nach vorn kommen? Du machst das? Vielen Dank. Hier vorne im weißen T-Shirt und dann hinten. Ich würde vorschlagen, wir sammeln 3-4 Fragen. Sie geben kurze Antworten. Wenn dann nochmal Fragen sind, machen wir eine zweite Runde und dann sind wir leider mit der Zeit auch schon durch. Ich würde ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf, Entschuldigung, ich würde bitten, obwohl sich das gerade mehr anbietet als im Verlauf der Veranstaltung, tatsächlich nicht so sehr Türkei-Politik bezogene Fragen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern vielleicht zumindest im Zusammenhang mit NSU und rechten Terror in der Bundesrepublik, weil die Verlockung bei 3 Leuten aus der Türkei natürlich da ist, zu sagen, wir möchten die jüngsten Entwicklungen da noch besser kennenlernen. Vielen Dank. Sie haben wirklich von 2 Ländern geredet, wo Trauma sehr verbreitet ist. Ich bin Aktivist von Lambda Istanbul. Hass, Morde und Hassreden. Darüber habe ich viel nachgedacht. Sie haben auch über einige Gefahren ja schon erwähnt. Die haben wir auch versucht zu studieren. Als ich hierher kam, haben wir natürlich auch ähnliche Sorgen gehabt. Und ich habe Beate Çepe und Ogün Samast. Wenn ich die beiden anschaue, dann frage ich mich, was Gefängnis heißt für Gerechtigkeit. Ich finde, wir müssen nochmal über Gefängnisse reden, weil als ich hierher kam, um den Hrant Dink Preis zu bekommen, finde ich, hat er
eine sehr besorgte Rede gemacht, weil er stand ja dafür, dass die Gefängnisse abgeschafft werden, weil die Gefängnisse und eine Auseinandersetzung mit Trauma. Können Sie darüber ein paar Worte verlieren? Ich würde vorschlagen, ganz hinten links erst und dann haben wir hier vorne zwei Wortmeldungen. Dann gibt es eine kurze Runde hier und dann machen wir eine zweite abschließende Runde. ...1987 im Westen, Westdeutschland, in einer kleinen Stadt, wurden drei Funktionsführer von einer illegalen Organisation, türkischen Organisation, gingen in ein Café rein und haben Schutzgeld erpresst. Polizisten kamen, es gab eine Schießerei, ein Polizist wurde verletzt, eine Person, der zufällig da war, hat seine Waffe gezogen und hat geschossen. Hat zwei wirklich vom Kopf und Herz angeschossen und beide waren tot. Später wurde festgestellt oder offiziell wurde erklärt, dass diese Person bei der Spezialeinheit der Polizei gearbeitet hat. Er wurde freigelassen, die Sache wurde vertuscht. Seit 1982 bin ich Journalist in Deutschland. Und ich habe so viele Fälle gesehen in Deutschland. Einige habe ich wirklich als Bericht erstattet und andere konnten nicht mal zu einem Bericht werden. Das heißt, es gibt dreckige Arbeit, die die Nachrichtendienste in der Türkei machen. Aber das hat auch Nachrichtendienste in Deutschland gemacht, aber auch in anderen Staaten. Das heißt, der deutsche Staat und die Nachrichtendienste haben hauptsächlich je nach der politischen Konjunktur die ganze schmutzige Arbeit verdeckt. Meine Frage ist, wie ist es, sehen Sie Zeichen, dass der deutsche Nachrichtendienst oder die Nachrichtendienste in Deutschland mit den türkischen irgendeine Zusammenarbeit haben? Gibt es Zeichen dafür, Anzeichen dafür? Was für Arbeiten in diese Richtung gibt es? Da in der Reihe, da die beiden, genau. Ich werde versuchen, eine kurze Frage zu stellen. NSU ist der Entwicklung vom Hate Speech in Hate Crime, aber danach sind auch andere Entwicklungen in Deutschland immer wieder zu sehen gewesen, zum Beispiel Deutschfeindlichkeit oder Deutschenfeindlichkeit wurde als Begriff entwickelt. Oder es gibt auch die Demonstration von Pegida, Legida und so weiter. Haben Sie die Möglichkeit gehabt, in der Türkei das alles zu verfolgen? Und hat das mit diesem Thema zu tun? Vielen Dank. Dieser tiefe Staat. Kann man diesen tiefen Staat unabhängig von den Staaten analysieren? Dass insgesamt neun Menschen in Deutschland von der NSU getötet werden sollte, das wussten die deutschen Geheimdienste. Aber sie haben nichts dagegen gemacht. Warum ist dieser Prozess in München? İsmail Saymaz hat ja gesagt, in der Türkei werden die Prozesse immer in Städte geschickt, wo es zum Beispiel keine Linken gibt, wenn es um Linke geht. Das heißt, das passiert nicht nur in der Türkei, glaube ich. Die Staaten nutzen die Geheimdienste aus, um Hasskriminalität gegenüber zum Beispiel den Nicht-Originaldeutschen in Deutschland zu fördern. Was unterscheidet Deutschland von der Türkei in der Angelegenheit des tiefen Staats? Eine dort und dann der Herr mit der Mütze, vielleicht nehmen wir die noch dazu und dann bitte ich Sie um eine Antwort. Vielen Dank. Ich bin Deutsche und deswegen kann ich nicht so gut Türkisch. Nein, ich kann überhaupt nicht Türkisch. Meine Frage ist, Sie haben hier sehr offen gesprochen über die Zustände in der Türkei.
Haben Sie als Journalisten Repressalien zu erwarten? Ich weiß, dass sehr viele Journalisten in der Türkei im Gefängnis sind. Vielen Dank. Meine Frage wird sich nicht mit dem Prozess befassen, sondern mit dem Drumherum. Das haben Sie ja auch gesagt. Tanıl Bora hat gleich zu Anfang von einem Desinteresse, von einem sich entwickelten Desinteresse, schleichenden Desinteresse in der Gesellschaft erzählt, in der Öffentlichkeit. Nun, wenn in der Türkei so ein Komplex einer nationalistischen Mordorganisation aufgedeckt werden würde und einer von denen hat sich umgebracht, der andere wurde getötet und so weiter, wird gesagt, in der Türkei würden wir sofort sagen, aha, da spielt der Staat auf jeden Fall mit, der hat den ein Händchen im Spiel. Und wenn Sie in Deutschland anfangen zu erzählen, was da alles passiert im Rahmen der NSU, heißt es immer wieder, ja, das warten wir erstmal das Ergebnis ab. In dem Prozess wird es rauskommen. Also jetzt keine Verschwörungstheorien bekommt man als Antwort. In der Türkei denkt man sofort, besonders und in der Öffentlichkeit, die kritisch ist, immer, wenn sowas passiert, den Staat dahinter zu suchen. Aber in Deutschland musste eine ziemlich lange Zeit vergehen, bis man von dem Begriff der Dönermorde auf die Neonazimorde übergegangen ist. Das heißt, Deutschland ist ein Land, wo die Leute als Reflex zuerst sagen, wenn man die staatliche Schuld anspricht, es sei Verschwörungstheorie. Wie kann man hier zu einer Aufklärung beitragen? Vielen Dank. Ich werde nicht alle Fragen beantworten, sondern nur einige. Ich glaube, alle werden das auch tun. Zwischen dem tiefen Staat und zwischen den Nachrichtendiensten in der Türkei und denen in Deutschland. Was kann man dazu sagen? Was für Unterschiede gibt es? Was für Ähnlichkeiten? Wir haben am Mittwoch mit einem Vertreter des Bundestages gesprochen. Und diese Person hat uns einige seiner Beobachtungen mitgeteilt über die Geheimdienste in Deutschland. Nach dem Attentat in Paris habe der deutsche Nachrichtendienst den türkischen Nachrichtendiensten gegenüber ein bisschen mehr Distanz eingelegt, haben wir erfahren von dieser Person. Und dass die türkischen Geheimdienstler auch in Europa auf diesem Gebiet tätig sind, habe hier zur beunruhigenden Gefühl geführt, haben wir erfahren. Aber wir wissen, dass zwischen den Geheimdiensten plus auch zwischen Mossad solche gemeinsamen Ballspiele existieren. Das ist ja ein Teil der Kunst des tiefen Staates international. Die Türkei, das wissen Sie bestimmt, ist ein sehr guter Nährboden für Verschwörungstheorien. Also jeder versucht alles mit Verschwörungstheorien zu erklären. Es gibt zum Beispiel eine große Öffentlichkeit, die zum Beispiel die Proteste in Gizeh mit sowas erzählen, also das Mossad-CIA oder sogar Lufthansa, weil Lufthansa neidisch war auf unseren größten Flughafen der Welt. Ja, das ist also in der Türkei sehr, sehr stark und vielleicht, und das sage ich in Verbindung zu der letzten Frage, manchmal berühren diese Verschwörungstheorien auch die Wahrheit, die Realität. Das heißt, gestern habe ich auch gesagt, dass sie paranoid sind, bedeutet nicht, dass sie nicht verfolgt werden. Aber wenn man dann anfängt, nach der Mentalität der Verschwörungstheorien zu denken, dann können Sie sehr schwer neue Schritte tun, denn das heißt, Sie kennen ja die Formel, wie die Welt existiert. Nun, in Deutschland ist das Problem eher, dass man sagt, nein, der Staat macht die Hände nicht schmutzig, der Staat kann sich nicht eingemischt haben.
Das ist die Situation in Deutschland. Und in der Türkei ist es umgekehrt. Fast zynisch nimmt man sowieso an, dass der Staat sowas tut und dass Staaten sowas tun. Dieser Diskurs mag zwar kämpferisch klingen, aber nein, das bricht den Kampfwillen, denn die Leute denken, ja, wir wissen, dass die Staaten so funktionieren, also man kann ohnehin nichts machen. Das heißt, es gibt zwei unterschiedliche Probleme in Deutschland und in der Türkei, was das angeht. Und vielleicht noch ganz kurz zu einer anderen Frage. Ja. NSU, wenn NSU eine Art des Kampfes war, eines nationalistischen, eines rassistischen Kampfes war, jetzt kommen Pegida und Co. dazu. Was ist gefährlicher? Man braucht diese Frage gar nicht erst zu stellen, aber Pegida sieht unschuldiger aus, höflicher aus und macht diese Art von Nationalismus viel populärer. Also das, was an Stammtischen gesprochen wird, wird populär gemacht. Ich glaube, es wäre nicht sinnvoll zu sagen, das sei gefährlicher als die NSU oder NSU sei gefährlicher. Und das ist nicht ein rein deutsches Phänomen. Diese Art, dieses Gesicht, diese Ausformung des Nationalismus sehen wir auch in anderen Ländern, auch in anderen westlichen Ländern. Und Pegida ist eben die Bewegung in Deutschland. Und das muss man natürlich anders bekämpfen als die NSU. Natürlich kann ich da kein Patentrezept liefern. Und hier sind sowieso Menschen, die auf diesem Gebiet sehr arbeiten, sehr stark arbeiten. Nun. Ich werde versuchen, einiges über die Gefängnisse zu sagen. Ich habe ein Buch mit herausgegeben und als wir das Buch das gemacht haben, konzipiert haben, haben wir auch an eine zivilgesellschaftliche Organisation gedacht, die auf dem Gebiet der Gefängnisse arbeitet und mit Insassen zusammenarbeitet. Und er hat auch über Hate Speech und Hate Crime geschrieben für dieses Buch. Wenn ich mich recht erinnere, warst du auch an der Bosnische Universität damals, als wir über die Gefängnisse diskutiert haben. Nun, es gibt in der Türkei zwei Perspektiven dazu. Einmal eine eher linkere Perspektive. Die besagt, die Leute müssen freigelassen werden, kein Einzelhaft und so weiter und so fort und Freiheit für alle. Das ist die eine Perspektive. Eine andere Perspektive ist eher rechter. Ja, warum füttern wir die Leute und hängen sie nicht sofort? Aber ach, das sind ja auch Opfer des Schicksals. Und dann sagt jemand, man muss eine Amnestie machen oder eben nicht und so weiter und so fort. Sogar die schlimmsten Gefängnisse, die Gefängnisse des F-Typus genannt werden, sind für den Staat 5-Sterne-Hotels und für die Organisation, für die politischen Organisationen waren sie Särge. Das heißt, die Hauptperspektive hat damit zu tun, dass diejenigen, die in den Gefängnissen sind, entmutigt werden müssen, war die rechte Perspektive oder staatliche. Jemand, dessen Namen ich nicht nennen möchte, hat sogar in seiner Zeitung geschrieben, als es um Amnestie geht, gleich morgen werden wir 50.000 Mörder unter uns haben. Nun, für eine Lösung müsste man die Strafanstalten in der Türkei so weit entwickeln, dass sie internationalen Standards entsprechen. Und es ist sehr wichtig, die Zivilgesellschaft mit ein Teil des Prozesses zu sehen. Und manchmal glauben wir, das Gefängnis ist uns sehr fern. Aber es ist eigentlich eine ganz, ganz feine Linie, die entscheidet, ob wir morgen im Gefängnis landen oder nicht. Also
schon während sie Auto fahren, kann das passieren. Das heißt, das ist nicht nur ein Problem der Insassen von Gefängnissen, das ist ein Problem der ganzen Gesellschaft. So muss man das sehen. Die Gesellschaft muss überzeugt werden, dass sie sich mit diesem Thema befassen müsste. Aber sonst kann ich nicht viel machen. Ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet. Spielen die ausländischen Geheimdienste in der Türkei auch irgendwie mit? Da werden immer wieder einige Beispiele gegeben. Zum Beispiel in den 70er Jahren in Kahramanmaraş, Çorum und anderen Städten wurden die Aleviten massakriert. Und da hat man immer davon gesprochen, irgendein CIA-Mitarbeiter habe man dort gesichtet. Wir wissen nicht, ob so jemand gesichtet wurde oder nicht, aber immer wieder wird das angesprochen und Kahramanmaraş, Çorum, Çorum, Sivas, Aşkale, Amasya, all diese Massaker werden immer mit CIA in Verbindung gesetzt. 1977, als die Arbeiter am 1. Mai auf dem Taxenplatz getötet wurden, da hieß es auch in dem Hotel nebenan, haben Amerikaner gewohnt. Und heute wird auch gesagt, dass die geheime Organisation des türkischen Militärs von den Amerikanern unterstützt wird, dass sie auch von den Amerikanern bezahlt wird, dass sie auch ihre Lehre von den Amerikanern übernommen haben, dass sie auch Waffenarsenale haben und dass dieser nicht reguläre Kampf von den Amerikanern gelernt wurde. Das weiß man, das weiß man. Aber ob die ausländischen Geheimdienste direkt involviert sind, diese Frage konnte man in der Türkei immer noch nicht beantworten. Aber in der Türkei ist es so, immer wenn es ein Problem gibt, sucht man die Amerikaner dahinter. Wenn im Viertel zwei Leute miteinander streiten und sich prügeln, fragt man, wer von euch ist der Amerikaner? Vor allem an den Tagen des Protestes im Gezi-Park hat man überall Agenten gesucht. Zuletzt hat man alle Länder genannt und keines blieb übrig. Dann hieß es, okay, Agenten von Südkorea, Iran, Syrien. Das heißt, mit fast allen Ländern hat man das in Verbindung gesetzt. Agenten, das ist was zu einer Karikatur geworden in der Türkei. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Ländern. Die Menschen in unserem Land, auch die Oppositionellen, suchen überall den Staat dahinter. Und wenn es mit dem Staat nichts zu tun hat, dann ist es kein wirkliches Problem, denn der Staat muss überall sein. Also, wenn Sie zum Beispiel unseren Leuten, unseren Oppositionellen sagen, ihr werdet nicht abgehört, dann würden Sie vielleicht sogar denken, ach schade, der Staat nimmt mich nicht ernst. Bin ich denn so unwichtig, dass der Staat mich nicht mal abhört? Das kann sein bei uns. Und hier muss man noch eines unterstreichen. Der tiefe Staat ist ein konjunktureller Begriff. Das heißt, wenn der Staat den Oppositionellen mit außergesetzlichen Methoden tötet, dann nennt man das jetzt heute den tiefen Staat. Wenn die gesetzlichen Methoden nicht mehr ausreichen. Aber diese Diskussion um den tiefen Staat wurde so weit gefasst, dass sogar die Morde, bei denen man die unaufgeklärten Morde mit dem tiefen Staat erklärt wurde. Aber auch diejenigen, die aufgeklärt werden konnten, da hat man immer wieder vom tiefen Staat gesprochen. Aber es gibt ja Namen. Wer war der Kommandant? Wer war der politische Verantwortliche? Das muss man sagen, wenn man den Verantwortlichen kennt. Wenn man das nicht tut und das auf diesen tiefen Staat schiebt, dann dient es dazu, die kriminellen Machenschaften zuzudecken. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Und man darf es nicht zulassen, dass gewöhnliche Verantwortliche einfach vergessen werden und einfach dem tiefen Staat zugeschoben werden. Vielen Dank. Wir sind leider, und ich möchte das wirklich ganz dick unterstreichen, leider am Ende unserer Zeit
angekommen. Ich möchte statt letzter Worte ganz kurz noch einen Dank aussprechen, weil diese Reihe, die in München angefangen hat, in Köln weitergegangen ist und heute hier vorläufig ein Ende findet, nicht möglich gewesen wäre und ohne verschiedene Leute. Das ist zum einen Juliette Zalewski, die als Tourmanagerin fungiert hat. Vielen Dank, Juliette. Das ist Antonia von der Behrens, die, habe ich am Anfang schon gesagt, als Ideengeberin dieser Veranstaltungsreihe nicht nur fungiert hat, sondern auch Nebenklagevertreterin der Familie Kubaschik im NSU-Prozess ist. Das sind das Studio Ja, in dem wir uns jetzt hier befinden, der Werkraum der Kammerspiele in München und das Schauspiel in Köln. Es ist ein Zufall, dass es drei Theater waren, in denen das stattgefunden hat, aber eigentlich ein schöner Zufall, finde ich. Es sind Rejai Hallatsch und Elif Amberg, die Verdolmetschung besorgt haben, insbesondere Elif Amberg unter sehr schweren Bedingungen. Und es sind Ismail Saimas, Yasemin Injol und Tanel Bodder, die einen weiten Weg auf sich genommen haben, innerhalb sehr weniger Tage drei deutsche Städte abgereist haben und für Gespräche auch über diese Veranstaltungen hinaus zur Verfügung gestanden haben, in einem kleinen Bus. Herzlichen Dank Ihnen. Und es sind die Kooperationspartner vom NSU-Watch. Da bitte ich darum, dass die Spendendose hier vorne bei mir ankommt und die restlichen Karten. Und nicht zuletzt Ihnen allen, die den Weg hierher gefunden haben, diejenigen, die in Kreuzberg jetzt noch zum CSD, diejenigen, die jetzt noch nach Kreuzberg fahren zum CSD, werden vielleicht jetzt direkt losgehen müssen. Wir möchten aber bitten, einen Moment sitzen zu bleiben, damit ein Foto gemacht werden kann von hier vorne. Kann jemand ein Foto machen? Die Person wird dann nicht auf dem Foto sein, aber das ist vielleicht verkraftbar. Benjamin. So, vielleicht kann das Foto entstehen, während alle nochmal applaudieren. Herzlichen Dank allen, die hier waren und allen, die das möglich gemacht haben.